Zurück zur Metro Westlight. Ja. Wir haben ja versucht, in der letzten Mission hier ein bisschen leise durch die Station zu gehen. Das ist leider fehlgeschlagen, schiefgegangen. Und ich gedacht hatte, man muss den Container da irgendwie bewegen. Und dann habe ich aus Versehen das Licht angemacht. Alles klar. Machen wir jetzt dafür leise weiter. Zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letztes Jahr gab es einen herrlichen Zwischenfall. Tja, sorry. Ich rasiere euch jetzt weg. Ja. Und das? Wolfe? Das ist auch so. Nee. Ah, nein, ich wollte ich die können wir eigentlich theoretisch richtig fett umbauen. Nehmen wir die mit drauf geschissen. Der Laka. Ah, schon wieder ein Safe. Schlüssel. Ist ja auch irgendwo. Das macht aber toll. Geh schön weiter hier, ich schließe seine Kollegen an. Oh, die Titanic. Ja, das habt ihr davon. Ja? Ihr wolltet mich nicht in Ruhe da durchlassen, beziehungsweise mir weiterhelfen. Also bringe ich euch jetzt halt um. Was ist das? Ja? Ach, ein Klavier. Oh. Das ist aber voll verstimmt. Das habe ich ganz vergessen. Alles gut. Hier noch der Tresorschlüssel, den Tresorinhalt, bisschen Geld, und dann komme ich zurück und rasiere dich. Licht lassen wir aus, bisschen. Irgendwie nicht nach Rappen. Ja, doch, doch, doch. Siehst du? War eine Mega-Ratte. Oh nee, wir müssen da durch. Oh, ekelhaft. Muss man meinen Kompass hier rausholen. Oh nee, ey, das ist bestimmt da, wo wir gerade rumgeschlitzt haben. Ja. Ja, ich. Jetzt rasiere ich euch. Hier ist überall Licht. Das ist scheiße. Hier war noch irgendwo ein Fettsack. Ah. So, jetzt habt ihr hier kein Licht mehr. Hier noch ein Kollege, ja? Na, hast ja Glück gehabt.
Wir sind bestimmt noch fertig. Wenn ich jetzt aufstehe, Alter, dann geht's wieder ab. Was war's schon? Was denn die für dabei gehabt? Noch ein bisschen looten hier. Ja, das habt ihr davon. Ja? Ihr wolltet das, nicht ich. Ich wollte hier ganz entspannt durch. Ja, aber. Ihr wolltet das nicht. Ihr wolltet es so. Mit Gewalt. Ja. Also kämpfe ich hier auch mit Gewalt. Da kann ich nochmal Strom ausmachen. Das kann ich auch so gehen. Okay, ist keiner mehr. So, jetzt ist ja alles aus. Wenn ich den fahren lassen irgendwie. Ne, das ist einfach mal auf Deko. Alles klar. Alter, was ist denn hier? Seht ihr ungefähr? Junge, was sende ich mich nach einem Spaziergang? Was soll das? Ich sollte besser gehen und nicht schauen. Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich. Ja, das ist die Zugluft hier. Außerdem pfeift hier noch irgendwer von euch. Ey, der steht da jetzt echt beschissen, ne? Geh mal weg. Nein, 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 nein. Oh, Alter, ernsthaft?
Seid ihr allein? Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Ja, hab ich. Und wo hast du die Sachen hingezahlt? Überall dahin, wo Platz war. Hauptsächlich auf die obersten Regale. Geht das auch etwas genauer? Genauer? Überall, wo eine Leiter steht. Da sind die... Alter, was sind die richtigen Spezialisten? Das Buch nehmen wir mit. Jetzt nach drüben hin. Ich sehe das nicht. Auf der anderen Seite ist auf jeden Fall dunkler. Schon wieder, aber das ist scheißlich da. Alter. Ich hau jetzt mal ab hier. Nein. Gab's hier noch irgendwas? Naja, wenn ja, sorry. Oh, Alter, hier da noch mehr Schlitz. Oh, Alter. Nein, die müssten gleich von der Wache zurückkommen. Hast du da jemals Wachdienst geschoben? Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine Kameraden sind um dich herum. Aber dann raschelt irgendwas in den Spinnweben und das Geräusch lässt dein Blut gefrieren. Warum fackeln sich die Spinnweben nicht ab? Das tun wir ständig. Aber nach wenigen Wochen haben die verdammten Biester sich für alles mit dem Zeug bedeckt. Verdammt, die sind schon eine da. Spinne. Vielleicht sollten wir einfach das Tor zuschweißen und hätten das auf dem Kopf. Und was, wenn wir schnell nach Venedig müssen? Und als er dahin geläutert hat, das war da nichts. Einen macht dir deshalb keine Sorgen. Nach einer 6-Stunden-Schicht passiert immer irgendeine seltsame Scheiße. Verdammte Wache hier zu stehen. Vielleicht. Was? Aber irgendwer klaut uns Teile und Nahrung. Vermutlich jemand von uns. Wartet, bis wir uns umgedreht haben und verkauft die Scheiße dann an die Hanse. Wie auch immer. Haha. Das war geil. Okay.
Blitz. Oh, hoffentlich sind wir jetzt raus hier. Auf jeden Fall, das sehen wir in der nächsten Folge vom Metro. Haut rein.